Bitte, Herr Wild. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Also, lieber Innensenator, ich möchte das noch mal richtig verstehen. Die Polizei eilt Menschen hinterher, die den potenziellen Besitzer und seinen Rechtsanwalt angegriffen haben, die diese potenziellen Gewalttäter, oder es war ja sogar beobachtet worden, was sie gemacht haben, also es sind Gewalttäter, eilen hinter eine Stahltür, verschließen die, spritzen dann noch mit Farbe oder Feuerlöscher durch einen Schlitz, das klingt ja schon also wie im Krieg, und dann preisen sie ihre Politik als Deeskalation, wenn dann gar nichts passiert. Herr Innensenator, Sie sind für die Sicherheit in unserer Stadt zuständig und nicht für die Unsicherheit. Was Sie hier verbreiten, ist Unsicherheit. Und das ist unter aller Sau. Das ist dieses Amtes nicht würdig. Und ich bitte Sie, zurückzutreten. Danke. Schönen Dank.